Willkommen zurück bei Elex 2 mit den Morkons und ihrer Grotte. Worüber ich nachgedacht habe, sind die Morkons jetzt wirklich die Outlaws 2.0 und damit die Fraktion, von der ich von vornherein so weiß, nee, vielleicht als Gimmick oder so, aber so richtig wird's nicht meine. Ich glaube schon, wobei die Rüstung schon cool aussah von dem einen, ne? Also das Rüstungsdesign, schon nice, schon nice. Hör mal, Dimitri. Da bist du ja wieder. Können wir weiter? Jojo. Lass uns weitergehen. Alles klar. Als letztes kommen wir zum Herzstück der Grotte. Der Wohnbezirk ist für viele von uns ein heiliger Ort. Ein Ort der Ruhe, der Einkehr und des Trinkens. Wenn wir uns mal gehen lassen, dann nur im Keller bei Gosta. Ich habe sowas von die Orientierung verloren. Also da waren die Käfige. Was ist da? Der Ausgang und Eingang. Okay, und da oben? Eieiei. Genau, hier waren wir ja auch schon. Hier ist der coole Typ. Das darf ich nicht mitnehmen, oder? Doch. Okay. Brauchst gar nicht so zu gucken, Viktor. Ivica. Ich muss arbeiten. Wenn du was von mir willst, komm heute Abend wieder, wenn ich Feierabend hab. Ivica wird sich das merken. Das klingt immer so drohend, ne? Okay, da unten sollen, dürfen wir nicht hin. Aha. Ich mach mal... Oh, holy crappity crap. Das Ringlight so mega hell gewesen. Eieiei. Ja. Okay, der Wohnbereich. Genau, von hier kamen wir ja. Wache, schicker Helm. Genau, Marat war die andere Wache. Ah, okay, jetzt wird's langsam klar. Also hier wären die Käfige gewesen. Da vorne geht's zum Blutschrein und zur Arena. Okay, dann ist ja doch ganz schön klein. Hier die Ecke hat mich nur verwirrt, weil wir ja... Okay. Was sollte das denn? Wenn kein Name dran steht, nehme ich es mir halt. Jetzt klingelt mein Handy. Warum hätte ich immer angerufen, wenn ich gerade aufnehme? Einen Moment bitte, ich bin sofort wieder da. Moment. Jo, da bin ich wieder. Muss ich kurz rangehen, sorry. Ja. Aber dann ist es gar nicht so groß, wie ich dachte hier. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Mit dem Übergang hier, das macht ja auch alles Sinn. Guck mal hier, das wäre die Treppe gewesen von unten. Da ist der Eingang. Mit diesen Lakaien, das ist noch ein bisschen gruselig. Ach, und hier ist auch das hier oben. Da hinten haben wir noch irgendwas eingesammelt. Und da unten sind die Käfige. Ja, okay, es ist... übersichtlicher, als ich anfangs dachte. Es wirkte wesentlich komplexer, als es dann tatsächlich ist. Sagen wir es mal so. Okay. Gehen wir mal in die Wohnquartiere. Das ist jetzt so ein Lakai hier, ja? Komisches Design. Jetzt aber weiter. Ja, ja. Kahn, oder? Neugier kann tödlich sein. Das ist auch Zeit. Gut. Du solltest besser gehen. Das wurde auch Zeit. Lass das, ja? Dann nehme ich mir den Blumentopf mit. Okay, da war Kahn auf jeden Fall. Zu dem müssen wir ja. Ja, 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 ja. Ach so, kann ich jetzt einfach... Oh, Noise. Herstellen.
War es doch geil. 9 Stück. Nice. Nicht trödeln. Kerle wie du bekommen bei mir nichts. Und warum? Da kommst du schon noch drauf. Kreation aus Rattenfleisch. Idee: knusprige Schachtratte. Das Rattenfleisch im Steinstaub ein paar Minuten wenden und mit manierten Fußnägeln spicken. Auf offener Flamme grillen, bis eine schwarzbraune Kruste entsteht. Ergebnis negativ. 3 Arbeiter klagen über Magenschmerzen. Verkauft durch Tengis untersagt. Idee: blutiger Rattenspieß. Das Rattenfleisch in ranziges Fett tunken, um eine klebrige Wirkung zu erzielen. 3 Schichten Blutwasser auftragen. Das Ganze dann eine Weile direkter Hitze aussetzen. Ergebnis negativ. Eine Wache bekam Fieber und Atemnot und erbrach sich mehrfach. Idee: gepökelter Rattenarsch. Den Rumpf der Ratte vom den Kopf der Ratte vom Rumpf trennen und den Rest mit einem Schaber enthaaren. Mit einem Pinsel eine halbe Kelle Schmieröl auftragen. Dann eine Handvoll Steinsalz nehmen und einmassieren, wobei das Hinterteil eine doppelte Portion vertragen kann. Zwecks Geschmacksverbesserung. Ergebnis negativ. Idee: gefüllte Ratte. Hier wurde einige Passagen ausgeschabt. Anmerkung: seit unsere Anwerber vermehrt Außenweltler überfallen, habe ich Zugriff auf neue Zutaten. Es hat sich gezeigt, dass eine Braunfrucht, wohl Kartoffel genannt, und eine Rotfrucht, wohl Chili genannt, in Kombination mit dem Rattenfleisch eine wahre Geschmacksexplosion darstellen. Das Rezept wird mich reich machen und hinter Schloss und Riegel bleiben, wo es hingehört. Du kannst aufhören zu schleichen. Ich habe dich gesehen. Ich bin nicht gut genug. In der Kiste ist das bestimmt drin, das Rezept, ne? Du kannst aufhören zu schleichen. Ich habe dich gesehen. Ja. Erinnert mich alles ein bisschen an Metro hier auch. Von dieser Architektur her und so. Jetzt aber weiter. Hallo, Yagun. Hey. Sprich mich nicht an, Außenweltler. Hast du mal einen Moment? Ketzer! Immer das Gleiche mit euch. Ihr klebt wie Dreck an den Stiefeln. Euch wird man nur los, wenn man kräftig schüttelt. Also nein. Erraten. Wenn es etwas gibt, das ich wissen sollte, heraus damit. Wenn nicht, tu, was du tun musst, nur ohne mich. Du machst dich ziemlich wichtig. Zerreiß dir nur weiter das Maul. Die Rechnung kommt irgendwann. Nur, dass du es weißt, ich sorge dafür, dass ein Zahnrad in das andere greift. Wenn dir das nicht passt, mach einen Bogen um mich. Oh Gott. Okay, zu verlockend. Steck ja nichts ein. Kann ich nicht, oder? Das war nichts. Gott sei Dank nicht laut oder so. Okay. Die Wachen sehen auch ganz... Naja, okay, der Helm ist schon ein bisschen doof. Goldener Teller, gefüllte Ratte. Rohes Rattenfleisch. Gebratenes Rattenfleisch. Ja, gefüllte Ratte geht durch die Decke, ich merke schon. Dir geht's wohl zu gut. Ja, mein Gott, wenn ihr den Schrott auch rumliegen lasst, selber schuld. Nur wahre Diener Ravaks haben Zugang zu diesem Bereich. Bist du ein wahrer Diener Ravaks? Ja, das bin ich. Wie soll ich dir das glauben? Ich kenne dich nicht. Du musst einer der neuen Abwerber sein. Solange nicht einer der alten Resistenten seine Stimme für dich erhebt, werde ich dich nicht durchlassen.
Schade, das sieht aus wie ein Schrein da vorne, oder? Eine Statue oder so? Ja, okay. Gar nicht unheimlich oder so. Nicht trödeln. Jetzt wird es hier unten doch nochmal ganz groß, ne? Was? Gesteinsbrocken. Ach Gott, ich habe irgendwas mit Ratte gelesen gerade. Daraus wird nichts. Ja, denk dran, wir suchen immer noch diesen komischen Baumeisterhammer da, ne? Diesen Schlaghammer. Deswegen bin ich gerade auch so ein bisschen interessierter hier an der Ecke. Will zumindest ein bisschen Werkzeug haben überall. Eieiei. Okay. Boah, ist alles groß. Hallo? Bin ich denn jetzt hier gelandet? Geld, Schrott, Schrott, Eisenerz. Messer. Beschädigter Kriegshammer. Mist. Piep, piep. Die Morkon. Einfach nur so ein verlassenes Gleis hier? Das ist ja ganz merkwürdig, oder? Wobei hier sogar Gleise fehlen, ne? Okay. Aber kein Hammer. Er hat aber schon gesagt Grotte, ne? Er hat explizit gesagt Grotte. Dann müsste das doch eigentlich hier auch sein. Macht ja sonst nicht ganz so viel Sinn. Jetzt aber weiter. Ja, hier ist wieder ein bisschen Secret. Kaffeebohnen. Oh, geil. Kleiner Heiltrank. Großer Elixierbeutel. Nicht trödeln. Überleg dir gut, was du tust. Aha. Oh, ernsthaft? Jetzt kommen wir diesen Seitenweg hoch. Dann weiß ich, wo wir sind. Tatsache, da geht's zu den Käfigen. Okay, dann weiß ich wieder, wo wir sind. Ja, es ist dann doch relativ klein. Also, wenn man weiß, wie es miteinander verbunden ist, alles, dann gibt es doch nicht so viele Wege.
Marika. Hier wird nicht rumgeschlichen. Hier wird nicht rumgeschlichen. Er geht uns nicht durch die Lappen. Fuck. Schade. Was soll dieses Verhalten? Unterlass das gefälligst. Okay. Der Rest ist mir nicht so wichtig. Was ist hier? Hier wird nicht rumgeschlichen. Stell hier ja nichts an. Ja, ja, alles gut. Ich bin ja da. Marika. Ist hier irgendwas Besonderes noch? Ein Herd, ja. Geld. Mittlerer Heiltrank ist nice. Stange Zigaretten sind halt 200 Elixit, ne? Hier wird nicht. Du kleiner Dieb! Fuck. Ja, okay, ich glaube aber, wenn wir da ganz in der Ecke stehen, sieht die uns dann? Hier wird nicht rumgeschlichen. Okay. Hi! Stille umhülle dich. Wenn du zahlen kannst, darfst du dir meine Waren ansehen. Natürlich nur, wenn dir gestattet wurde zu handeln. Aber das weißt du ja sicher. Bisher nicht. Dann weiß ich nicht, was du von mir willst. Oh. Woher bekommst du deine Ware? Von unseren Kämpfern. Nicht alles, was sie erbeuten, muss abgegeben werden. Ein Teil ist für den Handel bestimmt. Und was die anderen Händler nicht verwerten können, landet bei mir. Also die Resterampe, wenn man so will. Okay. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Sei mal nicht so frech, sonst klaue ich den Heiltrank auch noch. Okay. Moment, da waren wir drin, hier waren wir noch nicht. Boah, ist das furchtbar hier drin. Heieieiei. Ich kann jetzt nicht. Da sind wir einer Meinung. Angeblich sind sie noch in einem Goliath. Geburt Ravaks. Aus dem Wiedersehen und Ertragen des Schmerzes des Lebens entspringt deine wahre Stärke. Angeblich leben sie im Haus. Aha. Lass das sein! Nö. Ich darf das hier sogar hacken. Viel Glück beim Öffnen des Tresors. Da hat man mal Erfolg beim Plündern und dann so ein Mist. Das war echt eine beschissene Arbeit, den Tresor unbemerkt aus dem Lagerhaus der Setzer zu schleppen. Jetzt steht das Scheißding hier in unserem Gemeinschaftsraum rum und ich krieg das Teil nicht auf. Scheiß Technik. Notiz an mich, vielleicht sollten wir nochmal im Lagerhaus der Setzer nach einem Code suchen. Als würde ich daran denken, dass das so hier war. Na gut. Lagerhaus der Setzer ist also wahrscheinlich dann im ehemaligen Fort der Outlaws. Schätze ich mal. Tagebuch eines Abenteurers. Ich habe im Keller ein Gespräch von zwei Abwerbern mitbekommen. Sie erzählten davon, wie sie jemanden auf dem Pass nach Ignadon aufgegriffen und ihn in die Käfige gesteckt haben. Ich will nochmal raus und was erleben. Wurde heute bestraft, weil ich zu wenig geschafft habe. Die Scheißsteine sind ja auch so einfach zu schleppen, Dreckskerle. Habe mich mal mit Radibor unterhalten. Und der hat mir erzählt, wie er einen Raptor erledigt hat. Und das nur mit seinen Händen. Keine Waffe, nix. Langsam wird's echt Zeit, ich muss hier raus. Ich habe mir eine Waffe gekauft, mein Kumpel hat zwar gesagt, der komische Kauz aus den Schächten verkauft nur billigen Schrott, aber das Teil sieht echt super aus. Das ist perfekt für mich. Einer dieser Tage, die man am liebsten vergessen möchte. Endlich konnte ich in die Arena meinen ersten Kampf beschreiten und ich habe voll versagt. Das nächste Mal muss ich einfach ausgeschlafener sein. Sonst werde ich nie die Grotte verlassen dürfen. Ständig wird uns erzählt, dass nur die Stärksten in die Oberfläche dürfen. Keine 5 Minuten würde ich überleben, sagen sie. Nur weil ich in der Arena nicht meine volle Leistung zeigen konnte. Das wollen wir doch mal sehen. Wenn ich mit ein paar Trophäen zurückkehre, machen sie dicke Backen und ich werde endlich zum Bluthund ernannt.
Das war wohl nichts. Hör auf zu schleichen, ich hab dich gesehen. Sorry, bin schon weg. Ach, Scheiße. Ah, jetzt nicht, bin beschäftigt. Dawkins, ich trau ihm nicht. Wenn ich ihn nicht brauchen würde, dann... Ja, ja, bla bla, du brauchst ihn aber. Also schwing keine großen Reden hier. Braucht nur diesen Hammer. Gott, was ist das denn für eine gruselige Lichtquelle da unten? Erzader, Eisenerz. Ich bin nicht gut genug. Führt das schon wieder hin? Das sind alte U-Bahn-Schächte, oder? Sloppy. Das ist bestimmt der Mann in den Schächten, der nicht nur Schrott verkauft. Dem reden wir auf dem Rückweg. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir laufen immer so schön den Plakaten vorbei. Astronaut... Aha. Oh, die Crap, ist das gruselig. Hallo? Das ist definitiv ein alter U-Bahn-Tunnel hier. Aber alles geplündert und zerstört, ja? Blutiger Brief. Mein lieber Schatz, Sie dürfen nichts von meiner Schwangerschaft erfahren. Lange kann ich es vor Ihnen nicht mehr geheim halten. Die Resistenten werden uns umbringen, wenn herauskommt, dass wir unerlaubt Nachwuchs kriegen. Die Schächte sind groß genug. Dort sollte ich einen sicheren Platz finden. Unser Kind muss vor diesen Tieren in Sicherheit gebracht werden. Wie kann es nur sein, dass Sie über unsere Familie entscheiden dürfen? Ich werde mich schnellstens auf den Weg machen und deinem Bruder diesen Brief mitgeben. Du sagtest, dass ich ihm alles anvertrauen kann, falls mal was sein sollte. Hoffentlich erreichen dich diese Worte noch rechtzeitig. In Liebe, Nadja. Nadja aus Gothic 2. Offensichtlich nicht, ja. Das ist eine Spitzhacke. Aua. Also dürfen die Resistenten entscheiden, wer Nachwuchs bekommt und wer nicht, ja? Schade, ich würde gerne wissen, was da steht. Das ist irgendwas mit Forschung. Kaffeewerbung, Kleidungswerbung, keine Ahnung, Werbung, Weltraumwerbung. Ist alles sehr unheimlich. Hey, du hast hier nichts zu suchen. Die Tunnel hier sind nicht sicher. Absolute Einsturzgefahr. Wenn du Ratten jagen willst, such dir einen anderen. Ich habe so das Gefühl, als könnte man noch irgendwie über die Tunnel hier eine Invasion machen oder so und die alle killen. Okay, dann bleibt jetzt nur... Moment, da waren wir drin, den beiden. Dann bleibt jetzt nur noch Slappy Snappy hier oben, oder? Sloppy. Sprich mich nicht an. Wenn jemand mitbekommt, dass wir uns unterhalten, muss ich wieder Prügel einstecken.
Los, ab mit dir. Sprich mich nicht an. Okay. Ja, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass wir von dem vielleicht den Hammer bekommen können, aber nein. Daraus wird nichts. Okay. Wie viele? Oh, 27 Attributspunkte, das ist nice. Ich glaube, damit haben wir aber hier die Ecke auch gesehen, ne? Okay, ja, müssen wir mal gucken. Also ich bin jetzt ein bisschen überfragt wegen dem Hammer, aber vielleicht... Oh Gott, was ist das denn hier? Das habe ich gar nicht gesehen. Eieiei. Auftrag freie Wege. Dina Ravax, als wir das Tor zur Außenwelt geöffnet haben, habt ihr geschworen, in seinem Namen unsere Kammern zu füllen. Doch in letzter Zeit stimmt etwas nicht. Anstatt Boden zu gewinnen, mehren sich die Berichte, dass ihr zurückgewichen seid. Ungeziefer und minderwertige Lebensformen tauchen an Wegen auf, die vormals bereinigt waren. Hört auf Ravax Willen und beseitigt diese Unordnung. Fangt südlich unseres Tors an, der stille Beobachter. So, das hier ist der stille Beobachter. Fred oder was? Okay. Nicht trödeln. Neben dem Wohnbezirk findest du ja auch noch den Bezirk der Rüstmeister und Händler. Wer weiß, wie Khan auf dich reagiert. Ist vielleicht klug, wenn du die Gelegenheit nutzt und noch ein paar Dinge einkaufst, bevor du nicht mehr dazu kommst. Deshalb schlage ich vor, du sprichst mal mit Tengis. Vielleicht erlaubt er es dir, hier zu handeln. Dann war dein Weg wenigstens nicht umsonst. Okay, Tengis. Hier unten wohnt ihr? Man gewöhnt sich dran. Ich finde es gemütlich. Den hinteren Bereich solltest du allerdings meiden. Da ist Einsturzgefahr. Das habe ich gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr eine Kneipe habt. Wenn du den Keller meinst, dann sag das besser nicht so laut. Nicht, dass die Resistenten noch auf die Idee kommen, den Laden dicht zu machen. Aber falls es dich interessiert, kann Gosta dir mehr über ihn erzählen. Er schenkt dort das gute Zeug aus. Gosta? Wo genau stehen eure Rüstmeister? Bist du blind? Gleich hier drüben, komm mit. Sprich am besten mit Tengis. Er ist derjenige, der zu entscheiden hat, wer hier handeln darf und wer nicht. Tengis. Eine Ration. Pro Mann, pro Tag. Meister Tengis, wir werden mehr als eine. Willst du lieber nichts zu essen haben, hm? Wäre dir das lieber? Verzeiht, Meister. Ich... Hinterfrage meine Entscheidung nie wieder. Ja, gelobt sei Ravak. Gelobt sei der Stillstand. Ja, ja. Los, ab mit dir. Also die Rüstung von dem ist auch... Also die Rüstung ist nice, ansonsten I don't know. Den will ich beklauen. Wer schleicht, hat meist keine guten Absichten. Was? Verzieh dich von hier. Das nächste Mal lässt ja, es hau bloß bleiben. Ab. Wo läuft der denn jetzt hin? Rückenprobleme? Ja, hau bloß ab! Lässt es gleich bleiben! Verzieh dich von hier! Genau, sieh zu, dass du verschwindest! Ja, Leute, ganz entspannt. Haust du wohl ab? Das Schwein entkommt uns nicht! Ja, ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Ich weiß schon. Verzieh dich von hier. Aus du verschwindest. Genau, sieh zu, dass du verschwindest. Haust du wohl ab? Ja, verschwinde du. Ja, hau bloß ab. Haust
Das war was Schönes. Ja, entspannt euch. Wir fangen mal oben an, wir haben lange nicht mehr ins Inventar geguckt. Beschädigte Stachelkeule der Morkons. Okay, beschädigte Stachelaxt, ja. Das hier, beschädigte Schrotflinte, kann verbessert werden. Eieiei, 42 Schaden, schon nice. Beschädigter Raketenwerfer, eieiei. 170 Schaden, braucht aber sehr viele Attribute. Erhöht die Gerissenheit dauerhaft. Gerissenheit plus 1. Okay. Blutiger Burger. Fett, fleischiges Vergnügen. Gefüllte Ratte. Rattenscharf. Kaffeebohnen. Macht müde Muffel munter. Knoblauch stärkt die Abwehrkräfte. Ist das hier Kaltstachel. Wird vor allem als Zutat verwendet. Aha. Zähne von schlechter Qualität. Blumentopf. Klebeband. Klebt wirklich fest. Messer. Stumpf, aber beliebt bei Händlern. Geldkassette. Bestimmt noch was wert. Symbol von Ravag. Das Symbol der Morkons ist sicher einige Splitter wert. Genau. Ein Titanbecher. Geht nicht kaputt. Weiches Toilettenpapier. Weich, sanft und begehrt. Steinsbrocken. Wertlos. Liegt nur im Weg herum. Okay. Tengis. Leben in Stillstand, Fremder. Du bist von weit her gekommen, wie ich sehe. Was willst du? Mein Einverständnis? Ja, Wer bist du überhaupt? Ich bin Tengis. Jede Schraube, jeder Bissen Brot und jede Arbeit, die du möchtest, bedürfen meiner Erlaubnis. Ohne Ausnahme? Ja, Stand jetzt bist du ein ungebetener Gast in unserem Haus. Und bis jetzt bist du mir einen Grund schuldig, dass ich dir entgegenkomme. Warum so abweisend? Weil ich für gewöhnlich nur Worte mit unseresgleichen wechsle. Deine Fragerei hat mich bisher nur Zeit gekostet. Nochmal, ohne meine Einwilligung bekommst du gar nichts. Also, hast du einen Grund, warum ich dir entgegenkommen sollte? Ja, muckt mal alle noch so auf, ey. Irgendwann, wenn ich wieder stärker bin als ihr, da kriecht ihr alle. Genau wie in Elex. Na, wobei, auf dem Schwierigkeitsgrad vielleicht nicht. Vielleicht gibt es etwas, das ich für dich tun kann. Du für mich? Ich bin der Herr des Stahls. Was ich nicht habe, lasse ich anfertigen. Und was ich verliere, lasse ich finden. Schon verstanden, du brauchst nichts. Dann gehe ich wohl besser. Warte. Verstehst du dich auf das Kriegshandwerk? Natürlich. Das dachte ich mir. Und jetzt hör zu. Solange nicht entschieden wurde, dass du dich hier aufhalten darfst, werde ich dir weder mehr von meiner Zeit widmen, noch den Handel gestatten. Ändern sich die Umstände, sehen wir weiter. Geh nun. Ach so, also erst mit Kahn reden, oder was? Stillstand überkomme dich. Na gut, und dann sagen die jetzt nö, hä? Huh? Ich kann gerade nicht. Da kam der Dampf aus den Ohren. Ravag mit dir. Interessiert dich die Ausrüstung? Ja. Und deine Erlaubnis? Also... Nicht vorhanden. War zu erwarten. Komm erst wieder, wenn Tengis sie dir erteilt hat. Eieieiei, die sind aber alle streng hier. Was soll das werden? Deinesgleichen hat im Keller keinen Zutritt. Zahl oder geh. Batulga. Reicht das? Nicht im Ansatz. Was verlangst du dann? Blut oder Schweiß?
Ich kann dir nicht folgen. Das ist die Währung, mit der du mich bezahlen wirst. Tust du es nicht, bleibt dir der Zutritt zum Keller verwehrt. Boah, die sind aber alle furchtbar, ne? Ich soll dich mit Blut bezahlen. Heißt das, ich soll jemanden umbringen? Nur ein Duell, keine Toten. Mit dir? Mit mir. Außer du wählst die Alternative. Die wäre? Arbeite. Die Wahl liegt ganz bei dir. Schweiß. Gib mir Arbeit. Unsere Schächte müssen vom Schutt befreit werden. Und das nötige Arbeitsgerät? Deine Hände reichen vollkommen aus. Kümmere dich um die Knöchelbrecher. Die großen Exemplare übernehmen andere. Sobald das erledigt ist, wirst du dich bei mir zurückmelden. Wegen des Schutz. Ich höre. In welchen Schächten soll ich mich umsehen? In allen. Geht das auch genauer? Du hast auch Augen im Kopf. Du siehst schon, wo der Dreck liegt. Eine Hilfe bist du nicht gerade. Du gewöhnst dich noch dran. Pass aber auf deinen Schädel auf. Es kommt immer mal vor, dass die Decke über einem zusammenbricht. Wird nicht passieren. Das dachten sicher auch die Arbeiter, die letzten Monat begraben wurden. Das war der Partykeller, Mann. Ja, okay, dann müssen wir nochmal in die Schächte. Das wird hier hinten sein, oder? Steine sammeln. Meinte diese Gesteinsbrocken hier? Knöchelbrecher hat er die genannt. Ja, es ist eine... Ein durchaus interessantes Gebiet, aber halt sehr, sehr... Erzader. Ja, weiß ich nicht. Ist nicht so meine Fraktion. Aber das hier sind ja keine Schächte, oder? Meint er auch das hier? Aber hier lagen, glaube ich, gar keine rum, oder? Steinsbrocken, ja. Hier sieht alles soweit ganz clean aus. Hier auch, ja. Gibt da doch keinen Ticker, ne? Also keine Anzahl, die wir irgendwie sammeln müssen oder so. Sondern einfach so, ja, guck mal. Boah, der Greenscreen gefällt mir gar nicht in letzter Zeit. Entschuldigung. Umso dunkler es draußen wird, desto schlechter wird er leider. Von diesem Krispeln hier an meiner rechten Seite her. Beziehungsweise bei euch links. Oh, es geht aber. Ist schon okay. Blabla, ein Sturz gefährdet, ich weiß. Oder darf ich da jetzt rein, weil ich den die Steine einsammeln soll? Kein Schritt weiter. Nee, okay. Ja, interessant. Ist natürlich nicht die schönste Stadt. Also Goliath war natürlich sehr geil, muss man dazu sagen. Als erste Stadt in Elex 1 direkt Goliath, was sie auch... Die schönste Stadt war, auch wenn wir uns den Klerikern angeschlossen haben. Ich glaube fast, wir werden hier einen anderen Weg wählen. Erst wenn die Arbeit getan ist, lasse ich dich durch.
Aha. Es geht sich um diese Gesteinsbrocken, nehme ich mal an. Und da war ja nur der mysteriöse U-Bahn-Schacht hier hinten. Eine durchaus mühsame Aufgabe, aber ganz ehrlich, wer Sumpfkraut verteilt hat in Gothic 1 oder die Schafswurst in Gothic 2 im Kloster, der kennt das ja schon. Hier noch irgendwo. Ne. Jetzt so? Halt. Ne. Und? Wie lief es bei Tengis? Hm. Hast du eine Handelserlaubnis bekommen? Nein, noch nicht. War ja klar. Wenn bei Khan alles gut läuft, hast du später noch genug Zeit, ihn zu überreden. Lass uns weitergehen. Keine Sorge. Ich werde Khan schon davon überzeugen, dass du hierbleiben darfst. Dann wollen wir mal zu ihm gehen. Bleib dicht bei mir. Khan, eine Sache solltest du noch wissen. Du sprichst nur mit Khan, wenn er dich anspricht. Alles klar? Verstanden. Kann natürlich auch sein, dass auch noch in den anderen Tunneln vereinzelte Steine rumliegen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Also dass wir nochmal komplett gucken müssen. Oder ob ich hier vielleicht irgendwo einen übersehen habe. Ich habe keine Ahnung. Ist natürlich eine sehr mühsame Aufgabe, keine Frage. Was machst du hier, Dimitri? Du hast besser einen guten Grund dafür, dass du deinen Posten verlassen hast. Ich muss mit Khan sprechen. Der große Khan möchte aber nicht mit dir sprechen. Dieser Fremde bittet um Zuflucht. Ist das so? Marat und ich sind uneins. Ich für meinen Teil denke, der Stillstand wird gewahrt, wenn wir ihm den Aufenthalt erlauben. Schließlich haben wir viele Leute verloren und brauchen Ersatz. Hm. Er ist freiwillig hier, sagst du? Ja. Ungewöhnlich. Khan wird über deine Anfrage nachdenken. Bis er eine Entscheidung getroffen hat, darf sich der Fremde hier aufhalten. Er soll morgen wiederkommen, um Khans Urteil zu erwarten. Hast du alles mitbekommen? Ja, warum hat er mir das nicht selbst erklärt? Unsere Gebote verlangen es so. Ich stehe über dir und bin für dich verantwortlich. Es ist ein Privileg, mit der Stimme Khans reden zu dürfen. Und ein noch größeres, wenn Khan persönlich das Wort an dich richtet. Also dann, du hast ihn gehört. Hast du sonst noch Fragen? Ist ja auch schon wieder ein bisschen wie, wie mit den Gurus in Gothic 1. Die reden ja auch nicht mit einem. Warum redet Khan nicht selbst? Khan gehört zu den Resistenten und er nimmt den Stillstand sehr ernst. Wenig zu sprechen ist ein Zeichen seiner absoluten Hingabe der Stille Ravaks gegenüber. Ist das nicht etwas übertrieben? Im Gegenteil. Einst gab es Anhänger Ravaks, die sich sogar das Leben nahmen im Zeichen des Stillstandes. Der Tod, als reinste Form des Stillstandes. Heißt das, ihr wollt alle sterben? Natürlich nicht. Du musst wissen, es wird von niemandem verlangt, sich so sehr Ravak hinzugeben, wie Khan es macht. Von einem Morkon wird nur erwartet, dass er den Stillstand ehrt. Wenig zu sprechen oder den Stillstand des Todes zu suchen, ist ehrenhaft. Aber wir sind immer noch Menschen, mit freiem Willen. Wenn du es hier allerdings zu etwas bringen willst, musst du schon beweisen, dass du Ravaks Willen auch wirklich vertrittst. Ach, eins noch.
Vergiss nicht, ab und zu mal wieder bei Khan vorbeizuschauen. Wenn du es wirklich nicht abwarten kannst, dann könntest du dir vielleicht deine Zeit im Keller vertreiben. Oder du gehst einfach schlafen. Ich beschäftige mich schon. Gut, gut. Dann kann ich dich ja guten Gewissens alleine lassen. Marat wird sich bestimmt schon beschweren. Ich gehe mal lieber zurück. Du findest mich am Tor, falls du mich suchst. Wir sehen uns. Danke, Dimitri. Ich würde mich gern weiter mit dir unterhalten. Aber ich habe momentan keine Zeit. Warte du jetzt erstmal ab, was Khan sagt. Okay. Ja, ich gehe mal Steine suchen, ne? Aber ich meine, wir hätten die Steine bis jetzt nur hier unten gefunden, oder? Oh Gott. Waffenrad. Das ist echt keine Uhr. Das ist einfach eine Küchenwaage. Oder waren hier auch Steine? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Was sollte das denn? Schlaghammer eines Baumeisters. Da ist er. Das war jetzt aber Zufall. Da unten waren wir ja. Ach, guck mal da. Sind wir gerade auf den Waggons drauf. Bis auf den Blumentopf kann ich mir alles logisch erklären. Wobei, das hier sind ja gar keine Schächte. Achso, hast du... Ups. Wegen der Lieferung. Ich hab... Ja, ja. Okay. Tag ist noch nicht rum. Ja, dann gehen wir nochmal runter. Dann müssen wir nochmal genauer gucken. Da habe ich irgendwo was übersehen. Boah, 48 Minuten schon wieder. Ich habe halt keine Ahnung, ob man die so gut erkennen kann, deswegen gucke ich auch gerade ein bisschen angespannt. Was soll der Mist? Für mich heißt Stollen eigentlich wirklich in der Richtung da. Schreibtisch. Oh ne, Sockeltisch. Davon okay. Verstehe ich nichts. Oh, wie cool hier. Guck mal, die Schmelze hier lang fließt. Cool. Wenigstens in die Toilette rein, ne? Das geht übrigens auch schon seit Gothic 1, glaube ich. Gibt es schon strohlernde Leute. Wenigstens in die Toilette. Das finde ich ja schon mal
gar nicht so verkehrt. Hier haben wir einen Kristall, aber es ist kein Stein. Hallo. Ja, das sind schon so die Outlaws 2.0, oder? Nur noch schlimmer. Outlaws waren einfach nur gesetzeslos und die... Ah. Aha. Und die sind auch noch... hier... sektengetrieben nebenbei. Das könnte halt jetzt schon der letzte gewesen sein, ne? Das ist das Problem. Wenn das der letzte ist und ich suche jetzt weiter... ärgerlich. Probieren wir es nochmal. Halt! Mann! Gebot Ravaks. Angst ist der Schmerz deines Geistes. Traue ihm nicht. Er führt zu ewiger Verdammnis der Wiedergeburt. Also ist die Wiedergeburt eine ewige Verdammnis? Ich weiß ja nicht. Wow. Das Licht her. Nee, dann war es nicht der letzte Stein. Das hier ist mein Schutt, klar? Meiner! Ich brauche keine Hilfe! Weg! Weg! Batulga hat gesagt, ich soll mich darum kümmern. Ich wurde dafür eingeteilt. Nur ich, niemand sonst. Jetzt nicht mehr. Das ist mir egal. Warum interessiert dich überhaupt, was ich hier tue? Weil ich nicht woanders arbeiten will. Und was habe ich damit zu tun? Na, wer stopft sich denn die Taschen mit Stein voll? Wo ist der Zusammenhang? Ich erklär's dir. Die Aufseher haben mir eine Drecksarbeit nach der anderen aufgetragen. Gefiel ihnen das Ergebnis nicht, hagelte es Hiebe. Kannst gern einen Blick auf meinen Rücken werfen, dann weißt du, was ich mitgemacht habe. Nicht nötig, bleib beim Thema. Hier geht langsam alles vor die Hunde. Die Schächte bilden da keine Ausnahme. Und weil die Wachen sich den Buckel nicht krumm machen wollten, sollte sich unser eins um den Schutt kümmern. Hab mich sofort mit ein paar anderen gemeldet. Warum? Du hast freie Hand bei der Arbeit. Keine Sau guckt dir über die Schulter. Verstehe. Und weiter? Tja, über meinen Mitstreitern ist die Decke zusammengebrochen. Kannst ja denken, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Du wolltest hinschmeißen? Quatsch! Konnte mein Glück kaum fassen. Immerhin blieb die Arbeit allein an mir hängen. Was bedeutet, dass ich noch lange von den Peinigern in Ruhe gelassen werde. Aber jetzt kommst du und sammelst mir das Zeug vor der Nase weg. Also hat dich meine kleine Geschichte überzeugt, die Steine rauszurücken, oder willst du mir unnötig das Leben schwer machen? Ha, huh. Ja, dann komme ich aber ja nicht in den Keller rein. Aber andererseits ist mir der Keller auch nicht so wichtig, dass ich will, dass er deswegen gepeinigt wird. Einverstanden. Brabank sei Dank. Du meinst wohl Ravak. Was weiß ich, wie dieser Scheißgott heißt. Hauptsache, ich habe meine Ruhe vor diesen Irren. Du gehörst also nicht zu den Morkons. Doch, natürlich, aber meine freie Entscheidung war das nicht. Bin als Outlaw herumgestreift. Hier ein paar Überfälle, da ein paar krumme Dinger. Aber wer die Finger zu lange ausstreckt... verbrennt sich irgendwann, schon kapiert.
Eine Sache noch. Wenn du weitere Gesteinsbrocken aufsammelst, bring sie mir. Würde dir zwar raten, dass du sie liegen lässt, aber Typen wie du können ihre Finger eh nicht bei sich behalten. Aber geh jetzt besser. Kerle, die quatschen und nicht arbeiten, machen denen da oben schlechte Laune. Du kannst mir doch sicher etwas beibringen. Ich? Das Einzige, womit ich mich auskenne, ist die Beschaffenheit von Rattendreck. Streng dich an, irgendetwas musst du doch wissen. Na schön, du Quälgeist. Ich habe mir ein paar Dinge übers Schürfen angeeignet. Es ist wirklich kaum der Rede wert, aber von mir aus zeige ich es dir. Gib mir Bescheid, sobald wir loslegen können. Ah, ein Schürflehrer. Zeig mir, wie ich besser schürfen kann. Geht gleich los. Schlösser knacken, Waffenschmied, aha. Bergbau. Erhöht deinen Ertrag beim Abbau von Mineralien mit jeder Stufe. Hacken. Erlaubt dir elektronische Schlösser die jeweiligen Stufe zu hacken. Ja. Müssen wir eh alles machen, ne? Also 15 können wir eigentlich auf jeden Fall mal machen. Ach so, nicht bei diesem Lehrer. Er kann nur das. Ja, nee, das ist mir zu viele Attributspunkte aktuell. Mach einen Moment. Willst du nicht von hier verschwinden? Von wegen. Lieber lasse ich mir 10-mal in den Hintern treten, als dass ich auch nur einen Schritt vor das Tor setze. Habe nicht vor, mich von diesen lila Biestern aussaugen zu lassen. Klappe halten und unauffällig bleiben. Das ist mein Motto. Ha. Der war übrigens sehr gut gemacht, war die Stimme von Lord Hagen. Und von Lee. Naja gut, jetzt ist die Frage nur, haben wir jetzt die Quest versaut und kommen gar nicht in den Keller oder können wir jetzt nachträglich doch kämpfen? Weil die einzige Lösung wäre jetzt gegen ihn zu kämpfen. Oder wir sammeln alle Steine und er sagt jetzt, okay, der Weg ist frei. Aber dann verprügeln die ja sloppy. Oder? Halt! Wegen des Schutz. Ich höre. Sloppy kümmert sich darum. Eben nicht. Er sitzt schon viel zu lange an der Aufgabe. Was glaubst du, warum ich dir die Sache aufgetragen habe? Und jetzt? Was ich aufgesammelt habe, habe ich ihm gegeben. Dann vergiss die Aufgabe. Du hast versagt. Dein Ernst? Keine Diskussion. Du wirst etwas anderes erledigen. Eine Angelegenheit, die deinen Horizont nicht übersteigen sollte. Der Hort ist voller Ratten. Sie übertragen Krankheiten, verunreinigen die Schlafstätten und tummeln sich zwischen den Vorräten. Töte sie und versag kein zweites Mal. Das erledige ich im Handumdrehen. Dann beweis es. Wegen der Ratten. Ja? Wo treiben sie sich herum? Überall. Das Geschmeiß ist eine Plage. Na klasse. Beseitige einfach das kränkliche Ungeziefer. Der Rest landet früher oder später eh auf unseren Tellern. Ja, okay. Vom Steinesammler zum Kammerjäger ist auch okay. Zumal die ja kränklich sind, dann haben wir da auch keinen Peter und keinen, wie heißt das denn, WWF, ihr wisst schon. Keine Probleme, sind ja eh kranke Tiere, die sind unheilbar krank, die müssen wir leider von ihrem Leid erlösen. Gut, dann haben wir wenigstens eine zweite Chance, noch in den Keller zu kommen. Würde mich nicht wundern, wenn gleich Sloppy kommt und sagt, nein, ich bin auch noch dafür zuständig, die Ratten zu töten. Und wenn du jetzt die Ratten tötest, dann peinigen sie mich wieder. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Naja, beim nächsten Mal geht's weiter, immer noch in der Grotte der Morkons. Wir werden ein paar Ratten jagen, ich kann es kaum erwarten. Und ich denke mal, dann müsste Kahn auch irgendwann mal fertig sein. Dann können wir uns noch hinten das Proviant holen, beziehungsweise die Lieferung holen.
die wir ja zum Krater bringen sollen. Ich glaube, das ist hier. Dann verlassen wir erstmal die Grotte wieder und würden einmal zu Kaya gehen. Und Trommelwirbel, wir könnten auch dann einmal zur Bastion gehen und dort den Bergmeister, den Baumeisterhammer abgeben. Ja, dann haben wir eigentlich wieder zwei Aufgaben erledigt und vor allen Dingen für die Bastion könnte das ja heißen, dass die Palisaden, die Verteidigungsmauern aufgebaut werden und vielleicht sich hier auch optisch was ändert. Wer weiß das. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal mit Elex 2. Tschüss.